Der Pate der Europäischen Union, Richard Curtenhove Kalagi, veröffentlichte den Plan für ein vereinigtes Europa und für den kulturellen Völkermord der Völker Europas. Die Förderung massenhafter nicht-weißer Zuwanderung war ein zentraler Teil dieses Plans. Seitdem arbeitet eine unheilige Allianz aus linken Kapitalisten und zionistischen Rassisten bewusst daran, uns durch Zuwanderung und Vermischung mit der festen Absicht, uns aus unseren eigenen Heimatländern buchstäblich herauszuzüchten. Da der Widerstand der einheimischen Bevölkerung gegen diese humangenetische Modifizierungsindustrie wächst, sucht die kriminelle Elite weitere Wege, um ihre angestrebten Ziele zu verschleiern. Zuerst waren die Immigranten temporäre Gastarbeiter. Dann war es ein multirassistisches Experiment. Dann waren es Flüchtlinge. Dann die Antwort auf die schrumpfende Bevölkerung. Unterschiedliche Ausreden, unterschiedliche Lügen. Und Asyl ist nur eine weitere Lüge. Doch die wahre Absicht bleibt die gleiche. Der größte Völkermord der Menschheitsgeschichte. Die Endlösung für das christlich-europäische Problem. Dieses Verbrechen verlangt ein neues Nürnberger Tribunal. Und ihr Leute werdet auf der Anklagebank sitzen. Herr Griffin, da ist eine Frage an Sie von Frau Gomez. In Ordnung, Senora Gomez? Herr Präsident, ich bin wirklich beschämt wegen der rassistischen und fremdenfeindlichen Begriffe, die von Herrn Griffin benutzt wurden. Und meine einzige Frage an ihn ist, ob er hier ist, um irgendwelche konkreten Vorschläge zu machen und Gesetzesveränderungen vorzubringen. Ist Ihre Politik ernsthaft oder schreien Sie hier nur herum? Und ich hoffe, Sie werden nicht wiedergewählt, wenn Sie danach streben sollten, wiedergewählt zu werden. Denn die Aussagen, die Sie gerade gemacht haben, sind eine Schande für das Parlament. Herr Griffin, Sie sind es, die hier herumschreien, denn offensichtlich tut die Wahrheit weh. Ja, ich werde mich wieder zur Wiederwahl stellen. Ja, ich hoffe, dass ich wieder hierher komme, um für die Interessen der eingeborenen Europäer zu sprechen, welche die Gründer dieses Ortes in voller Absicht zur Vernichtung freigegeben haben. Und das ist ein Verbrechen. Ich sage die Wahrheit. Ich habe einen konstruktiven Vorschlag, um den armen Asylsuchenden aus Afrika zu helfen. Ja, machen Sie ihnen klar, dass sie nicht hierher kommen können, dann werden sie auch nicht versuchen, das Meer zu überqueren und in großen Anzahlen zu ertrinken. Der beste Weg für sie wäre, die Banken loszuwerden, die ihren Ländern im Nacken sitzen. Dann können Sie dort in Frieden leben, in Ihren Ländern. Und wir Europäer können in Frieden leben, in unseren Ländern. Danke. Vielen Dank, Herr Griffin. Danke, Herr Griffin.